Könnt ihr mir glauben? Ich Ja, dann kommt jetzt die gemeinsame Runde zwischen Gedi und mir. Let's go. Auch du wirst irgendwann dein erstes. Nein, das sag ich nicht. Auch du wirst irgendwann deinen ersten Ace haben. Ja. Round 1, Defense, Oregon. Ich weiß tatsächlich nicht mehr, was da passiert ist, Gedi. Ich weiß es nicht mehr. Es ist zu lange her. Das Video ist sehr, sehr. Nein, Draghi, das wollte ich nicht. Das Video ist schon echt alt, da habe ich noch Kapkran gespielt. Nein, das wollte ich nicht sagen, Draghi. Haut schon meine Stimme ab hier. Teurer Zug. Doc Champ. Real Bag Fish. Boah, ich kann mich an die Runde überhaupt nicht erinnern. Und Geisel. Boah. Das ist aber auch was Schreckliches. Ich bin gespannt. Oh, ein Bildwechsel. Gedi versucht, die Drohne zu erwischen. Rennt jetzt nach oben. Haut sein schwarzes Auge dahin. Da haut er sein schwarzes Auge auch hin. Und da. Oh, Kollege, das müssen wir aber noch mal üben, ne? Jetzt aber mit einem Schlag treffen können. Da ging der Top auf. Tür verbarrikadiert. Naja, leider keine Mauer mehr. Jo, wer weiß, was der genommen hat. Ich glaube, der hat Red Bull getrunken. Was macht er denn da? Der hat gesehen, was der da gemacht hat? Warte, wo ist mein Finger da? Da an der. Ja, Red Bull ist lecker, da hast du recht, aber du hast auch gesehen, was das mit einem macht. Und da ist der Doc Champ Matschepampe. Das war schlecht. Sagen wir es einfach mal so, wie es ist.
Jedi gegen den Rest der Welt. Ich weiß zwar nicht wieso, weshalb, warum, aber ja, wir haben die Geisel getötet. Ist in Ordnung. Man sieht aber auch, dass das noch recht lange her ist. Ja, diesmal besser, das ist eine gute Frage. Danke. Ah, er hat doch mal ein Mikro ausgehabt. War ich so laut? Genießt, dass das bis zu dir nach Hause gehört hast? Ja, vielen Dank, Kollege. Richter. Ja, das stimmt. Kann mir jetzt einer erklären, was ich da mache? Verstehe es nicht. Ja. Da habe ich ja noch Müll gespielt, also meine Herren. Ja, das ist es auch. Es ist eine verdammt alte Folge. Kapitau. Unfassbar. Von Oryx? Okay. Trotzdem, was ich da gespielt habe. Alles klar, Torben. Vielen Dank für dein Abo und dass du da warst. Und einen schönen Abend, eine gute Nacht. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao. Mein Schnuckelchen. Aber ich komme wieder und wieder und wieder. Das ist aus einem Film. Doch. Sei froh, dass du nicht am Anfang des Streams dabei warst. Komme wieder.
Und wieder. Und wieder. Aber ich komme wieder und wieder und wieder. War das nicht SpongeBob? Wen habe ich da gespielt? Glass. Den Russen. Wer hat da denn keine Hobbys? Fick! Schön, dass du da bist. Und Hallöchen zu unserem kleinen neuen Format. Gucken wir mal ein paar aufgenommene Videos an. Und das geht gar nicht. Also die ersten zwei, die waren super. Von meinem verehrten Kollegen Gedi. Aber das, was ihr da jetzt seht. Das geht gar nicht. Und du hast schon zwei verpasst, ja? Zwei Videos hast du verpasst. Also du hast zwei Ace verpasst von meinem verehrten Kollegen Gedi. Die Geisel wurde verloren. Geisel sichern. Geisel-Evakuierung erfolgreich. Melli, wenn du willst, kannst du auch jetzt schon ein Feedback abgeben. Das ist keine Problemo. Die nimmt Sophie und ich nehme schon wieder Glas. Mann. Comeback oder Tod? Ja, ist eine gute Frage, das weiß ich selbst nicht mehr. Ich weiß nicht, was kommt. Ich bin ganz ehrlich, ich bin völlig raus, weil das Video verdammt lang her ist. Aber ich bin gespannt. Alter Falter. Darf ich ehrlich sein? Ich glaube gar nicht. Man kann nebenbei auf jeden Fall quatschen. Auf jeden Fall vielen Dank für die positiven Feedbacks an Draghi und Melli. Genau, Vic. Das hat natürlich auch Vorteile, ne? Man sieht Fehler, die man sonst nicht sieht.
Und ich sehe da, so wie ich da, so wie ich da gespielt habe, ne? Da kann ich mir einen Kopf fassen. Ehrlich. Da fasse ich mir auch am Kopf, weil das ist ja. Mit was kann man das vergleichen? Das kann man mit einem Toaster, der das Toast gerade verbrennt, vergleichen. Das ist ja nicht mehr feierlich. Vielen Dank für deinen Host, Sven. 2 zu 4. Oh, ich. Oh. Ich auch noch alleine. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ah, oh, das allererste Spiel von COD, das war ja. Ah, die Maschine im Dienst, schönen Dank auch. Vielen Dank für deinen Host. Tragi. Genau, wichtig ist, wie man seine Fehler abstellt. Auf jeden Fall nicht so. Ich weiß ja nicht, ob ihr euch gerade vorstellen könnt, was da gerade von Teurer Zug gespielt wurde. Dadurch, dass ich ja Glass gespielt habe und mit Glass 4 geholt habe, war es die russische Nationalhymne. Da ist sie schon wieder. Ja. Okay, das war die Zeit, komm. Das waren unsere Teammates, die einfach mal die russische Nationalhymne spielen, nachdem ich mit Glass alle geholt habe. Ja, ne, was heißt alle vier? Ja, das war schon echt verdammt witzig. Wie die da die. Wie die da die russische Nationalhymne spielen. Ich fand das auch zu herrlich. Also, dass das die Folge war, das wusste ich. Aber. Platin 3. Ja, leck's mir. Es war echt witzig. Die Runde. Die war echt super witzig. Ja, Sieg oder Niederlage, was sagt ihr? Wollen wir den Sieg oder wollen wir ihn nicht? Einen wunderschönen Eevee. Wieso bin ich gemein?
Glück gehabt. Tut mir ja leid, aber Rocket League hat mich am Wochenende so gereizt. Ich drücke mich einfach mal freundlich aus. Der 6 hat mich so gereizt, das ging gar nicht. Ach, der 6, Rocket League. Mann. Wirklich, das ging gar nicht mit Rocket League. Das war echt so. Lass mich bloß in Ruhe. Nee, erstmal mag ich keinen Rocket League mehr. Nee, die Zeiten sind vorbei. Hä? Ich bin immer freundlich. Gibt's hier gar nicht. Das war verdammt schlimm. Wirklich verdammt schlimm. Nach Möglichkeit hätte ich ja 10 eingereicht. Wir haben doch gewonnen. Mensch, nicht schlecht. Ich bin keine Maschine. Ihr müsst mal so überlegen. GD hat ja 2 Es. Ich habe 3. Also. Gedi wird auch zur Maschine und Gedi wird noch besser sein als ich. Nein, Vic. Rocket League ist nicht entspannend. Ja, wenn man Platin 3 ist. Wenn man Platin 3 ist, dann ist das okay. Na, dann ist das völlig in Ordnung. Aber wir haben. Wir waren Platin 1. Bei Rumble müsste das gewesen sein. Und wir haben Diamantspieler bekommen. Und wir haben keine Schnitte gesehen. Wirklich keine Schnitte. Bei denen war jeder Schuss ein Treffer. Platin 3 ist nicht okay. Vic, ich bitte dich. Wir sind froh, wenn wir Gold 3 sind. Ne? Da sind wir schon froh, wenn wir Gold 3 sind. Siehst du, Vic, du bist auch die Ultimate Machine. Ne? Auf jeden Fall geht's gleich mit dem Zocken weiter. Aber jetzt gibt's noch erstmal ein kurzes Päuschen. Und ihr könnt ja alle mal euer Feedback bitte im Chat reinschreiben, ob ihr das noch öfter sehen wollt oder